Hineinertag beginnen. Lasst uns alle unsere Anliegen und diesen Abend in das heiligste Herz Jesu hineinlegen. O Father, Son and Holy Spirit, dwelling in the heart of us. O Vater, Sohn und Heiliger Geist, die ihr hier vor uns seid. Lord, we thank you for calling each one of us this evening into this house of blessing. Wir danken dir, dass du jeden einzelnen von uns hierher gerufen hast in dieses Haus des Segens. Lord, you have told that nobody comes to me unless the Father calls them. Und du hast gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater ihn ruft. Lord, we thank you for calling us. Danke, dass du uns gerufen hast. Lord, thank you for taking away all the difficulties in coming here. Und Herr, danke, dass du alle Schwierigkeiten hinweggenommen hast, um hierher zu kommen. Lord, we would like to give this time which you have given us. Und Herr, wir möchten dir diese Zeit schenken, die du uns gegeben hast. Lord, help us to listen to what you want to tell us. Und Herr, hilf uns jetzt wirklich zu hören, was du uns sagen möchtest. Lord, you should speak to us. Herr, du bist es, der zu uns sprechen soll. O Holy Spirit. O Heiliger Geist. Speak to us. Sprich zu uns. Tell us what we need. Sag du uns, was wir brauchen. O dear Mother Mary. Und liebe Mutter Gottes. Spouse of the Holy Spirit. Du brauchst des Heiligen Geistes. Intercede for us. Bitte für uns. Gegrüße seist du, Maria. Voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes. Ich bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Komm, Heiliger Geist. Komm auf die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so lieben Braut. Komm, Heiliger Geist, komm auf die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so lieben Braut. Komm, dir empfohlen sein. In allen Nöten steh mir bei
und halte mich von Sünden frei. Bei Tag und Nacht, ich bitte dich, beschütze und bewahre mich. Amen. Guten Abend. So welcome once again. Noch einmal herzlich willkommen an jeden von euch. And so many new faces we are seeing today. Ich freue mich, so viele neue Gesichter zu sehen heute Abend. So, herzlich willkommen, ne, to this house of blessing. Herzlich willkommen in diesem Haus des Segens. Yeah. So today we are in the second day of our retreat. Heute sind wir am zweiten Tag unserer Einkehrtage. So yesterday we finished by God's grace. Den gestrigen Tag haben wir durch die Gnade Gottes gut beendet. So we have today and tomorrow. Und heute haben wir eben noch und morgen haben wir auch noch einen Tag. So what was the speciality of yesterday? Was war das Besondere, worüber wir gestern gesprochen haben? That yesterday was the solemnity of the Sacred Heart of Jesus. Gestern war natürlich auch das Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu. Yeah. And today? Which we are children of God, and even okay. If we are good or bad, we are children of God. Okay. He is our loving Father. Yes. Okay. Then what all things? So the main thing was freedom. On freedom. Ja, das Hauptthema gestern war die innere Freiheit. No, inner freedom. Die innere Freiheit. No, and that is what we all require, right? Und das ist alles, das ist doch das, was wir alle verlangen, was wir uns alle wünschen, dass wir diese innere Freiheit haben. So yesterday we will just have a summary, just to have an information. We will have a summary of what we have said yesterday. Also wir machen jetzt kurze Zusammenfassung von dem, was wir gestern gehabt haben. No? And all of us long for freedom. Wir alle suchen und verlangen nach Freiheit. Did you sleep well yesterday? Habt ihr gestern gut geschlafen? Ja. But all are not saying, no? Aber yeah. Alle sagen es nicht. Yeah, maybe some of us might have slept very nicely. Some of us found difficult to sleep. Also vielleicht haben einige wirklich gut geschlafen und für andere war es schwieriger, in den Schlaf zu kommen. And there can be many reasons. Sometimes if there is no peace in my heart. Und dafür gibt es viele verschiedene Gründe. Manchmal ist es so, wenn ich keinen Frieden im Herzen habe, kann ich nicht schlafen. If there is lot of anxiety, lot of trouble, lot of pain, wenn da so viel Schwierigkeiten, so viel Aufregung, Schmerzen in meinem Herzen sind, can I sleep well? Kann ich dann gut schlafen? How many times in our life we had sleepless nights? Und wie oft in unserem Leben hatten wir schon schlaflose Nächte? No? Because there was no peace. Weil der Friede nicht da war. Yeah. So actually this peace is a gift of God. It's a fruit of the Holy Spirit. Also dieser Friede ist ein Geschenk Gottes. Es ist eine Frucht des Heiligen Geistes. So we will speak about it. Und darüber wollen wir heute sprechen. No. Yesterday we saw that inner freedom, that freedom does not mean that no will not get from power. Also gestern haben wir gesehen, dass diese innere Freiheit, die haben wir nicht, wenn wir Macht haben. No? For example. Ein Beispiel. Suppose the people who has a lot of power, let's take the president of America. Also nehmen wir mal jemanden, der viel Macht hat, zum Beispiel den Präsidenten von Amerika. Can he go wherever he wants by himself? Kann er von sich aus überall hingehen, wo er will? Because he will be afraid. People will be there, maybe people ready to shoot him. Nein, er kann es nicht, weil er hat Angst, er muss beschützt werden, weil wenn er irgendwo einfach hingeht, kann sein, dass da Leute sind, die ihn einfach abschießen wollen. He cannot travel as we travel. Er kann sich nicht so hin und her bewegen, wie wir das können. Okay. And freedom does not mean that, no, if we have a lot of choices, it doesn't mean that I have more freedom. Oder wenn wir viele Wahlmöglichkeiten haben, heißt das noch nicht, dass wir wirklich frei sind. Normally what happens? Was geschieht normalerweise? As the number of choices increase, je mehr Möglichkeiten ich habe auszuwählen, there will be more problem to choose.
je mehr Probleme, Schwierigkeiten habe ich, mich zu entscheiden, was ich denn wählen soll. Yeah, because some things of this I like, but some things of some other thing I like. Vielleicht möchte ich ein bisschen davon und ein bisschen davon, aber das möchte ich auch haben. Yeah. We may not get everything what I like in one thing. Also in einer Entscheidung haben wir dann nicht alles das, was wir eigentlich haben möchten. Sometimes what I like will be very costly. It will be beyond my budget. Oder wenn ich etwas haben möchte, das ist vielleicht sehr, sehr teuer und das übersteigt mein Budget. So I will be disappointed in buying something cheap. Und dann bin ich enttäuscht, weil ich mir was Günstigeres kaufen muss. And we have seen that it's not, freedom is not like independency. Also dann haben wir gesehen, Freiheit ist auch nicht einfach sowas wie Unabhängigkeit. No. But actually it depends. Dependent. In der Tat sind wir wirklich frei, wenn wir abhängig sind. Yesterday we have seen the example of a child. Gestern haben wir das gesehen mit dem Kind. So if the child knows that he or she is in front of a loving father or a mother, he has complete freedom. He can do whatever he wants. Wir haben gesehen, wenn ein Kind sich vor den Augen eines liebenden Vaters oder einer liebenden Mutter bewegt, dann ist das Kind völlig frei. Dann kann es wirklich das tun, was es möchte, weil es hat es unter diesem Blick des liebenden Vaters. Because he knows that the father or the mother is looking after him or her. Weil das Kind weiß, Papa oder Mama sind da und die kümmern sich um mich. But if he knows that his father or the mother is not there. Aber wenn das Kind auf einmal realisiert, dass Papa oder Mama nicht da sind, he will not do whatever he wants. Dann wird er nicht mehr tun, was ihm gefällt, was er möchte. Yes or no, parents? Ist das so? Yes or no? Yes. Ihr Eltern, ist das so? Yes, because they, when the parents are there, the child has the freedom, because the child trusts the parents. Also wenn die Eltern da sind, dann hat das Kind diese Freiheit, weil das Kind vertraut vollständig seinen Eltern. See, that is the advantages of having a God. Und das ist wirklich das, was wir haben, wenn wir Gott haben. See, that's why Satan is trying to cut away that connection to God. Und deswegen hat der Böse großes Gefallen daran, unsere Beziehung zu Gott abzuschneiden. See, for example, when the prodigal son wasted everything and he went away, then at the end he wanted to come back. He knew that there is a father who waits for him. Also denken wir mal an den verlorenen Sohn, der alles durchgebracht, alles verschwendet hat und dann in seiner ganzen Misere fällt ihm der Vater ein und er möchte zurückkehren zum Vater, weil er weiß, der Vater hat ihm alles gegeben. A father who welcomes. Und er weiß, es ist ein Vater. A father who accepts him as he is. Er hat einen Vater, der ihn so annimmt, wie er ist. But if there is no father, aber wenn es diesen Vater nicht gibt, where he will go? Wo soll er dann hingehen? See, that is Satan is trying to do. See, many times. Und genau das will eben der Satan. Er will uns von Gott, von unserem Vater abschneiden. Many times we feel so broken. Oft fühlen wir uns so zerbrochen. We have to go to a father who welcomes me, who accepts me. Wir sollen zu einem Vater gehen. Wir möchten zu einem Vater gehen, der uns willkommen heißt, der uns annimmt. But if there is no father, aber wenn es diesen Vater nicht gibt, wenn wir den nicht haben, where I will go, wo soll ich dann hingehen? I feel I am totally lost. Dann habe ich das Gefühl, ich bin völlig verloren. But we have a God, aber wir haben diesen Gott, who accepts us as we are. Dieser Gott, der uns annimmt, so wie wir sind. In my brokenness. In meiner Gebrochenheit. In my sinfulness. In meiner Sündhaftigkeit. In my sadness. In meiner Traurigkeit. He will be there always. Er ist immer da. And for everybody. Und für jeden. Yeah? And we also have seen that it's not like freedom is like the opportunity to do whatever I want. Also Freiheit ist nicht, dass wir einfach machen können, was wir wollen. The prodigal son did whatever he wanted. Also der verlorene Sohn, er hat doch getan, was er wollte. Was he happy? War er glücklich? War er frei? Yeah, initially. But what happened? Ja, zunächst schon, aber dann, was passierte? So these are some of the things which we have seen. Das sind so die Dinge, die wir uns gestern angeschaut haben. And the last thing what we have seen is how to have that freedom. Und zum Schluss haben wir uns angeschaut, wie wir wirklich in diese Freiheit hineinkommen. And we have seen that.
Das haben wir so gesehen. We can only acquire interior freedom. Wir bekommen oder erlangen diese innere Freiheit nur to the degree I develop the virtues of faith, hope and love. In dem Maße, wie die Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe in mir heranwachsen. That is what we are going to see today. Damit haben wir gestern auch abgeschlossen und das wollen wir heute vertiefen. If there is more faith, wenn du mehr Glauben hast, there will be more hope. Dann ist auch deine Hoffnung größer. If there is more hope, wenn du große Hoffnung hast, there will be more love. Dann ist auch viel Liebe da. Yeah. Can you tell me when you feel now that you are so broken? Also, kannst du mir sagen, wenn ihr euch so zerbrochen fühlt? When do you feel? Wann fühlt ihr euch so kaputt, so zerbrochen? When you have so much tension inside. Wenn ihr so viel Anspannung in euch habt. Yes or no? When you have so much tension, so much worry. Wenn ihr so viel Sorgen, so viel Anspannung in euch habt. When you lose your hope. Und wenn ihr dann noch eure Hoffnung verliert. When you lose your hope. Wenn ihr eure Hoffnung verliert. So when you don't have hope, you cannot love. Wenn ihr keine Hoffnung habt, dann könnt ihr auch nicht lieben. But when you have hope. Aber wenn ihr Hoffnung habt. What do you mean by hope? Was heißt das, Hoffnung? Hope means I have a father who accepts me in my condition as I am. Hoffnung heißt, ich weiß, dass ich einen Vater habe, der mich in meinen Umständen, so wie ich bin, annimmt. Okay. When I have that, even if things are difficult, wenn ich das habe, diesen Vater, selbst wenn dann die Dinge schwierig sind, I will be able to overcome that. Dann bin ich trotzdem in der Lage, das zu überwinden. See, let us take the example of Peter and party on the boat. Nehmen wir das Beispiel von Petrus und seinen Freunden im Boot. So what happened? The storm came in their lives. Was geschah da? Da kam dieser Sturm in ihr Leben. So there was storm outside. Also es gab diesen Sturm außerhalb des Bootes auf dem See. So the storm outside also became a storm inside. Und dieser äußere Sturm wurde auch zu einem inneren Sturm. Because they were tense, they were worried. Weil sie waren angespannt, sie waren voller Sorge, voller Angst. Yeah. So same way there will be storms in our life. In vergleichbarer Weise gibt es eben auch dieses Aufgewühltsein, diese Stürme in unserem Leben. But what did they do? Aber was haben sie gemacht? They went to the Lord. Sie sind zum Herrn gegangen. See, that is the correct thing. They went to the Lord. Das ist das Richtige, was wir tun müssen. Sie wenden sich an Jesus. So when we have storms in our life, where are we going? Also wenn wir diese Stürme in unserem Leben haben, innerlich oder äußerlich, wo gehen wir hin? So they went to the correct place. Sie sind an den richtigen Ort gegangen. Who is able to give a permanent solution? Also wer ist da, der uns die vollkommene Lösung oder immerwährende Lösung geben kann? Normally what happens when I have a problem, I may go here and there. Normalerweise ist es so, wenn ich Probleme habe, dann laufe ich hier hin oder dahin. But they may not give me a permanent solution. Aber da werde ich keine vollkommene Lösung finden. So what happened? They went to the Lord. Also was geschah? Sie gingen zum Herrn. Not only the storm outside was calmed. Und nicht nur der Sturm außerhalb auf dem See wurde beruhigt. The Lord also calmed the storm inside. Und der Herr hat auch den Sturm in ihrem Inneren beruhigt. Stimmt das? Yes. Because they put their trust in the Lord. Weil sie haben ihr Vertrauen auf den Herrn gesetzt. Those who put trust in the Lord will never be forsaken. Die den Herrn vertrauen, die werden niemals abgewiesen. That trust. Dieses Vertrauen. Okay. So let's. What was the first sin? Was war die erste Sünde? Distrust. Yeah. So let's see how this sin came. Also schauen wir uns mal an, wie diese Sünde gekommen ist. There is a great connection between faith, hope and love as well as the first sin. Also da gibt es eine große Beziehung zwischen Glaube, Hoffnung und Liebe, wie auch zur ersten Sünde. So what did Satan do? Also was hat der Satan getan? He put doubt in their hearts. Also er ist angefangen und hat Zweifel in die Herzen gesät. Did God really say? Hat Gott das wirklich gesagt?
putting doubt. Damit hat Zweifel gesetzt. So opposite to that is faith. Das Gegenteil von dem Zweifel ist der Glaube. Okay, so faith, he gives the opposite, doubt. Also das, der Glaube und das Gegenteil ist der Zweifel. Faith means I believe. Glaube heißt, ich glaube. But Satan is putting doubt. I don't believe. I doubt. Und da hinein sät der Teufel den Zweifel, dass ich nicht mehr glaube. So that was the starting point. Das war der Anfangspunkt. So from there he took to the next step. Von da aus machte der Teufel den nächsten Schritt. Next is mistrust, distrust. Das nächste ist das Misstrauen. Means not trusting in the words of the Lord. Dass wir dem Wort Gottes nicht mehr vertrauen. Lord said, you will die. Der Herr hatte gesagt, ihr werdet sterben. Satan said, you will not die. Aber der Satan sagt, das stimmt nicht, ihr werdet nicht sterben. Whom did they obey? Und wem haben sie gehorcht? God said, don't eat. Gott hatte gesagt, esst nicht davon. Satan said, no problem, you eat. Und der Satan sagte, mach doch nichts, ess doch einfach. Whom did they obey? Believe. Wem haben sie geglaubt und gehorcht? They trusted whom more? Wem haben sie mehr vertraut? They trusted Satan. Dem Satan haben sie mehr vertraut. Yes or no? Stimmt das? So what happens? Und was geschah? Doubt he put. Das, die Zweifel hat er gesät. Opposite is faith. Das Gegenteil war der Glaube. Next, from there he led to distrust, mistrust. Also von diesem Zweifel führt er sie zum Misstrauen. Opposite that is hope, trust. Also das Gegenteil vom Misstrauen ist die Hoffnung, das Vertrauen. So, whatever God wants to give, he tries to give the opposite. Also immer was Gott uns schenkt, der Teufel versucht genau das Gegenteil. So from doubt he led to the distrust. Also vom Zweifel führt er zum Misstrauen. From distrust he took us to the third step. Und vom Misstrauen führte uns zum nächsten Schritt, zum dritten Schritt. I doubted. Ich zweifle. I started to, you know, distress the words of the Lord. Ich beginne den Worten Gottes nicht mehr zu vertrauen. Then I sin. Und dann kommt die Sünde. Okay, so doubt leads to distress, distress leads to sin. Also der Zweifel führt zum Misstrauen und das Misstrauen führt zur Sünde. So let us see what God does. Und schauen wir uns jetzt an, was Gott tut. Because these theological virtues are called theological virtues. Theo means God. Weil diese drei göttlichen Tugenden heißen theologische Tugenden. Und theologisch heißt göttlich. All other virtues we can acquire. Also alle anderen normalen Tugenden, die können wir uns zu eigen machen. But these three virtues are given by God. It's a gift of God. Aber diese drei Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe, sind uns von Gott geschenkt. Es ist ein Geschenk Gottes. So what does God do? Also was tut Gott? Satan puts doubt. Also der Satan setzt Zweifel. Leads me to distress. Führt mich zum Misstrauen. Leads me to sin. Und führt mich schließlich zur Sünde. But on the other hand, what God does is, he gives me faith. He puts faith in me. Aber was tut Gott? Er legt Glauben in mich hinein. That leads me to trust in him, hope in him. Und der Glaube führt mich dahin, ihm zu vertrauen, auf ihn zu hoffen. That leads me to love God and love my neighbor. Und das wiederum führt mich dahin, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. And Satan does the opposite. Und der Satan macht genau das Gegenteil. Yeah. This is how the sins, no? In our daily life also happen. Das ist so, wie das mit dem Sündigen in unserem täglichen Leben passiert. See, our Catechism of the Catholic Church 1813 says, im Katechismus unserer katholischen Kirche unter dem Paragraphen 1813 heißt es, the theological virtues are the foundation of Christian moral activity. Dass die drei göttlichen Tugenden die Grundlage unseres christlichen Lebens sind. And they inform and give life to all other moral virtues. Und sie nähren und entwickeln alle anderen weiteren Tugenden. And they are infused by God. Und sie sind eingesetzt von Gott. Into the souls of his children. In
unsere Seele hat Gott diese drei göttlichen Tugenden eingepflanzt. Wozu? To make them capable of acting as his children, as a child of God. Damit, not child of Satan. Damit wir uns wirklich verhalten und agieren wie Kinder Gottes und nicht wie Kinder des Satans. And also of meriting eternal life. Und dass wir auch das ewige Leben erlangen. So what does Satan do will help us to merit eternal damnation. Also der Satan hilft uns dazu, dass wir... So this is CC's Catechism of the Catholic Church 1813. Also es ist im Katechismus unter der Nummer 1813. Yeah. So these are the weapons, Christian weapons God has given us. Also das sind wirklich die christlichen Waffen, die Gott uns gegeben hat. We read in 1 Thessalonians chapter 5 verse 8. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 8, lesen wir: Let us put on the breastplate of faith and love. Lasst uns das Schutzschild der Liebe und des Glaubens anlegen. And the helmet of hope of salvation. Und den Helm des Heiles aufsetzen. Yeah. So faith, hope and love are the weapons God has given us. Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind die Waffen, die Schutzschilder, die Gott uns gegeben hat. And we said that faith, hope and love are a gift of God. Und wir haben gesagt, dass Glaube, Hoffnung und Liebe Geschenke Gottes sind. But it also calls us an action from my part, a response from my part. Aber es ruft uns auch, dass wir etwas tun. Wir haben auch eine Verantwortung. For example, faith. Nehmen wir das Beispiel mit dem Glauben. It's up to you whether to believe or not to believe. It's up to you. Ob du glaubst oder ob du nicht glaubst, das liegt an dir. So there should be a voluntary consent. Also from my part. Also von mir aus ist da eine Freiwilligkeit. Lord, I believe. Herr, ich glaube. Huh? Lord, I believe. Ja, Herr, ich glaube. See, that is what happens when you come to receive Jesus. Also und das geschieht doch, wenn du Jesus empfängst. No? When Mother Mary said, "No, I believe. Behold, no, I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me as you said." Die Mutter Gottes hat gesagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es soll so geschehen, wie du es gesagt hast. So whatever you have said, let it happen to me. I believe. Also sie sagt, was du auch immer gesagt hast, lieber Engel, es soll geschehen. Ich glaube. So this is what we are saying when we come for communion. Und genau dasselbe sagen wir, wenn wir zur Heiligen Kommunion kommen. The priest says, der Priester sagt, the body and the blood of Jesus. Der Priester sagt, Leib und Blut Christi. What do I say? Was sage ich? Amen. Amen. Amen means what? Was bedeutet Amen? So be it. I believe. So ist es. Ich glaube. I believe. Ich glaube. I believe, Lord, it is you, your body and your blood. Ja, Herr, ich glaube, das bist du. Das ist dein Leib und dein Blut, was ich empfange. So there should be a voluntary consent from my part. Also da soll diese freiwillige Antwort in meinem Herzen sein. Ich glaube. That is faith. Das ist Glaube. Okay, that is faith. Das ist Glaube. And what is hope? Was ist Hoffnung? It's trusting. Hoffnung ist Vertrauen. Hoping against hope. Also hoffen. So there may be lot of difficulties, problems. Also es mag so viel Probleme und Schwierigkeiten geben. But I know that my God has a great and good plan for me, and He will never forsake me because I am His child. Trotz alledem weiß ich, dass Gott einen guten Plan für mich hat und er wird mich niemals verstoßen. And the identity which will never be taken away from any one of us is that we are his children. Und die Identität, die uns niemals nehmen kann, ist, dass wir Kinder Gottes sind. So it is trusting. Trusting needs an action from my part. Und das ist dieses Vertrauen. Aber dieses Vertrauen braucht eben auch eine Handlung, eine Zustimmung meinerseits. No, there is some response from my part. Lord, I believe. Auch da soll ich meine freiwillige Antwort geben. Ja, Herr, das glaube ich. Why did Pope John Paul II told again and again and again, my dear children, when you have problem, you repeat, Jesus, I trust in you. Warum hat Johannes Paul II. Immer wieder und immer wieder gesagt, meine lieben Freunde, wenn ihr Angst habt,
Nummer 4? Ja. Wenn ihr Angst habt, dann sollt ihr immer wieder sagen, ich vertraue, ich vertraue, ich vertraue. Ja, that is something one voluntary means consciously I'm trying. Also eine freiwillige, zuversichtliche Antwort geben. Maybe things may not look good. Auch die Dinge mögen vielleicht gar nicht gut ausschauen. I don't know how I will be able to overcome this situation, this problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich aus dieser Situation herauskommen soll, wie ich sie überwinden soll. But Lord, I know that I cannot do, but you can do, Lord. Ja, ich weiß, dass ich das nicht tun kann, aber ich vertraue, dass du es weißt. And I trust in you. Ich vertraue dir. Lord, I trust in you. You can. Ja, ich vertraue dir. Du kannst das. That I believe. Das glaube ich. That is trust. Das ist Vertrauen. That gives us freedom. Und das schenkt uns wirklich Freiheit. Then love. Und dann kommen wir zu Liebe. Love is a decision. Die Liebe ist eine Entscheidung. It's a decision. Ist eine Entscheidung. It's up to me whether to love him or her or whether to love or not. Es ist meine Entscheidung, ob ich liebe oder ob ich nicht liebe. So, it's up to me, my choice. Also es liegt an mir, meine Wahl. So God puts in me love, but it is my decision whether to love or not. Also Gott hat diese Liebe in mich hineingelegt, aber es ist nun mein Teil, ob ich liebe oder nicht. Yeah. And many times it's not easy to love. Und ganz oft ist es nicht so einfach zu lieben. But sometimes I put effort. Und manchmal mache ich eben diese Anstrengung. Yeah. See, that's why it, even if it's a gift of God, all these virtues require a response from our part. Also auch wenn diese Tugenden ein Geschenk Gottes sind, brauchen sie doch die Antwort, das Mittun unsererseits. And these three are an outpouring of our Holy Spirit. Und diese drei göttlichen Tugenden, sie sind ein Ausfluss, ein Ausgießen aus dem Heiligen Geist. And this can be understood very easily from the Rosary. Und das können wir ganz einfach durch den Rosenkranz verstehen. You know Rosaries, no? Rosary, how do you pray the Rosary? Also, ihr kennt den Rosenkranz und wisst, wie man den Rosenkranz betet. Today is Saturday. Heute ist Samstag. What mystery do you pray? Welches Geheimnis beten wir am Samstag? Joyful. Das yes. freudenreiche Geheimnis. Ja. Then Sunday. Und dann am Sonntag? Ja, yeah. Glorious. Yesterday? Und gestern? Yeah, sorrowful. So we have luminous. So let's take these three. The first three Hail Marys. Yeah. Pray for the. Yeah, faith, hope, and love. First three Hail Marys on faith, hope, and love. Und die ersten drei gegrüßt seist du Maria beim Rosenkranz beten wir auch für Glaube, Hoffnung, Liebe. So no, because that's very important. Weil diese Tugenden sind so wichtig. Yeah. So we start with asking God to fill us with your faith, hope and love. Also wir beginnen den Rosenkranz und bitten Gott, dass er uns wirklich führt mit erfüllt mit okay. Glaube, Hoffnung, Liebe. So what happens? Und was geschieht dann? See, we are praying three mysteries. Also wir beten diese drei Geheimnisse. So in our lives also there will be situations in which I am joyful, I am sorrowful, I feel so happy, glorious. Und auch in unserem Leben wird es eben das geben, dass ich voller Freude, dass ich voller Schmerz bin oder eben in dieser Verherrlichung, in dieser Auferstehung. Yes or no? Stimmt das? Gibt's in das? All our lives. Gibt es das in eurem Leben? Ja. Yeah. You know, when we are joyful, Holy Spirit illuminates us, reveals us many things. Also wenn wir in der Freude sind, dann erleuchtet uns der Heilige Geist und der offenbart uns so viele Dinge. And the time of sorrows, why? Because sometimes he will strip us. Und in den schmerzhaften Ereignissen, da wird he purifies us. Manchmal reinigen. Because he is a spirit who cleanses. Er möchte uns reinigen, uns reinmachen. And maybe during the times of glory, he conforms us, he strengthens us, he fortifies us. Und dann in diesen Zeiten der Auferstehung, der Verherrlichung, da stärkt uns der Herr und rüstet uns aus. In order to understand this, now it's easy to understand from the life of Saint Peter. Und wir können das ganz einfach verstehen, wenn wir uns das Leben des heiligen Petrus anschauen. So before going to that, I have a question. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch eine Frage stellen. Did Peter receive Holy Spirit? Hat Petrus den Heiligen Geist empfangen? Ja. Huh?
When? Wann hat Petrus den Heiligen Geist empfangen? On Pentecost. Okay. Yes or no? But there we can also think that there are two other places also in which he has received the Holy Spirit. Aber wir können uns denken, dass es noch zwei andere Begebenheiten, zwei andere Orte gibt, wo Petrus den Heiligen Geist empfangen hat. Okay, let us try. Also lass uns mal versuchen. Okay, first. Also zunächst. You know, he was fishing. Zunächst war Petrus am Fischen. Luke chapter 5. Im Lukas Evangelium. So he was catching fish, but he didn't get. Er hat gefangen, aber es kam nichts ins Netz. Yes or no? Kennt ihr? Then Jesus came and told that put the net on the other side. Dann kommt Jesus und sagt, werf das Netz auf der anderen Seite raus. Then he got plenty of fish. Und dann hat er viele Fische gefangen. Then he said. Und dann sagt er, Lord, go away from me. Herr, I'm a sinful man. Herr, geh weg von mir. Ich bin ein Sünder. Then Jesus said, follow me. Dann sagt Jesus zu ihm, what did he do? Folge mir nach. Und was tat er? What did he do? Was tat er? That moment, he left everything. In dem Augenblick verließ Petrus alles und folgte Jesus nach. How he got that courage? Wodurch bekam er diesen Mut? In that moment, he was filled with the Holy Spirit because he gives the courage. In diesem Augenblick wurde Petrus erfüllt vom Heiligen Geist, weil der Heilige Geist schenkt diesen Mut. Because he was filled with faith in the Lord. Weil er war mit Glauben an den Herrn erfüllt worden. Who will go behind the carpenter? Wer läuft schon hinter einem Zimmermann her? Yeah, because I'm getting plenty fish and means no leaving everything. Er hätte doch viele Fische, er hat doch viele Fische bekommen, aber jetzt verlässt er alles. So there was an outpouring of faith. Also da war wirklich eine Ausgießung des Glaubens im Heiligen Joyful Geist. Joyful outpouring. Eine freudige Ausgießung. Okay, now let's go to the second one. Kommen wir zur zweiten Begebenheit. Okay, there was a time in which Peter shed tears. Es gab eine Zeit, in dem Petrus Tränen vergossen hat. In which his heart was broken. Als sein Herz ganz zerbrochen war. When was it? Wann war das? When he denied. Yes, when he denied the Lord. Ja, als er Jesus verleugnet hatte. Maybe when he thought that when he denied, everything is lost. Er hatte das Gefühl, als er Jesus verleugnet hatte, war alles verloren. Not once, not twice, thrice. Also nicht nur einmal oder zweimal, dreimal hat er ihn verleugnet. So once if you do, we can think that, okay, by mistake. Wenn es einmal passiert, kannst du sagen, okay, das war ein Fehler. Not second, not third. Aber nicht zweimal und auf keinen Fall dreimal. So what happened? Und was geschah? Then what happened? Was geschah? What did he do? Was tat Petrus? He wept bitterly. But how he wept bitterly? Before that something happened. Er weinte bitterlich, aber wann weinte er bitterlich? Vorher ist nur etwas passiert. The eyes of the Lord. The merciful gaze of the Lord. Die Augen Jesu, diese barmherzigen Augen Jesu haben ihn dort im Hof angeschaut. He saw the merciful gaze of the Lord. Er sah in diese barmherzigen Augen Gottes. In that moment. Und in diesem Augenblick. He wept bitterly. Begann er bitterlich zu weinen. Why? Warum? Because he understood that I am so broken, I am a great sinner. Weil er verstand auf einmal, wie zerbrochen er war. But even if, I am a great sinner, my Lord loves me. Aber selbst wenn ich dieser große Sünder bin, mein Herr liebt mich. That is hope. Das ist Hoffnung. Yes, that's hope. Ja, das ist Hoffnung. When I feel that I am unworthy. Wenn ich wirklich spüre, dass ich sowas von unwürdig bin. When I feel that nothing is possible for me. Wenn ich merke, jetzt ist nichts mehr möglich für mich. There the Lord comes with his mercy. Dann erscheint der Herr mit seiner Barmherzigkeit. No? That's hope. Das ist Hoffnung. So that moment when the eyes of Peter met with the merciful gaze of the Lord,
the outpouring of hope in his heart. In diesem Augenblick, als die Augen des Petrus den Blick des barmherzigen Jesus trafen, da gab es diese Ausgießung des Geistes. Yes. That's hope. Das ist Hoffnung. So, we also need that hope. Diese Hoffnung brauchen auch wir. What is hope? Was ist Hoffnung? It's the virtue that makes me understand that I am infinitely weak. Es ist eine Tugend, die mich verstehen lässt, dass ich vollkommen schwach bin. And I can be easily broken. Und dass ich ganz leicht zerbrechen kann. But I rely in the power of my Lord who loves me. Aber ich verberge mich in dieser Hoffnung des Herrn, der mich liebt. Even if the situation looks very, adverse to me. Also selbst wenn die Situation ganz gegen mich steht. Even if it is not favorable. Wenn es nicht zu bewältigen ist. But my Lord can even make crooked lines straight. Also mein Herr kann aus krummen Wegen gerade machen. Remember what Joseph of the Old Testament said. Erinnern wir uns an den Josef im Alten Testament. To his brothers. Was sagte er zu seinen Brüdern? You have done evil to me. Ihr habt mir Böses getan. But the Lord has turned that evil into good. Aber der Herr hat dieses Böse in Gutes verwandelt. Ja. Yeah. Are you tired? Seid ihr müde? Shall I tell a story? Soll ich euch mal eine Geschichte erzählen? Yeah? It's not a story, it's my life. Nein, es ist nicht irgendeine Geschichte, es ist mein Leben, was ich euch erzähle. Anybody sleeping? Schläft schon jemand? Jetzt nicht mehr. So I will tell. Something happened in my life. Also ich erzähle euch etwas, was in meinem Leben passiert ist. Okay. Okay. You know, maybe... two things are coming into my mind. Okay, one thing I'll tell. Also zwei Dinge fallen mir gerade ein. Eins erzähle ich euch. Okay, because we are running out of time. Die Zeit läuft uns einfach davon. Yeah. I'm confused which one to say. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was ich erzählen soll. Okay, maybe I will tell you what happened here in Germany. Also ich erzähle etwas, was hier in Deutschland maybe geschehen I don't know whether I have shared. Maybe. Vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt. See, you know, before joining the seminary, I was studying in the University of Bonn. Also bevor ich ins Seminar eingetreten bin, habe ich an der Universität in Bonn studiert. I was doing the master's in computer science. Ich habe meinen Master in Computerwissenschaft gemacht. So when I started master's, that first year, within 3 months, God has called me to become his priest. Und in diesen 3 Monaten, als ich diesen Master machen wollte, in dieser Zeit hat der Herr mich gerufen, Priester zu werden. But my parents and other priests said, God has given you an opportunity to come here and do your higher studies, that too in a good university. Aber andere sagten, meine Eltern und andere sagten mir, du bist doch jetzt hier nach Deutschland gekommen, um dieses Studium zu machen und zur Universität zu gehen. So they said, you continue your studies. The studies are, it's 2 years. After 2 years, still if you feel to join the seminary, then you join. Also mach erstmal das Studium und die Universität zu Ende, 2 Jahre lang. Und wenn du dann immer noch denkst, du sollst Priester werden, dann machst du es dann. Because they thought that, okay, maybe in 2 years his heart will change. Sie haben gedacht, naja, vielleicht nach 2 Jahren hat sich das alles wieder verändert bei ihm. Because he may do some good job, when he gets some good offers, he may continue in that stream. Vielleicht hat er dann ein gutes Jobangebot und dann wird er in dieser Richtung weitermachen. So, but then there was a problem for me. Aber für mich war das ein Problem. So if I have to continue 2 years, wenn ich noch 2 Jahre lang das Studium weitermache. So when I came to study here, I have taken some loan from the bank. Weil als ich hier angefangen bin zu studieren, habe ich mir so ein Darlehen von der Bank geholt. And so if I continue my studies for 2 more years, after 2 years if I join, who will repay the money? Also wenn ich noch 2 Jahre das Studium weitermache und wenn ich dann ins Seminar eintrete, wer soll denn das Geld zahlen? Then my parents are too. Das müssen dann meine Eltern machen. So I don't want to put that burden on my parents. Und diese Last wollte ich meinen Eltern nicht auflegen. So I told the Lord. Also sagte ich zum Herrn. Lord, I have not asked you anything.
Herr, ich habe dich um nichts gebeten. Means after saying yes to you. Nachdem ich zu dir mein Ja-Wort. Lord, I have only one thing to ask. Aber nur als einer habe ich was ich. Lord, I want to join the seminary at the earliest. Ich möchte so früh wie möglich ins Seminar eintreten. Tomorrow I am ready. Ich bin morgen bereit. But my parents and father, priest told me to continue. Aber meine Eltern und diese Priester, die haben mir gesagt, ich soll weiter studieren. So I'll continue, Lord, but somehow you help me to repay this loan. Also werde ich weiter studieren, aber in irgendeiner Weise musst du Gott mir helfen, dass ich dieses Darlehen zurückzahlen kann. So in the first semester, I did not apply for any part-time job. Also im ersten Semester habe ich nicht noch irgendwie Teilzeit gearbeitet. Because after the engineering, I was working 3 years, so I was working, so I was not in touch with study, so I thought first semester I will study. Also ich habe dann 3 Jahre erst gearbeitet und habe dann gedacht, im vierten Semester werde ich dann voll studieren. So in the second semester I applied in so many places. Und im zweiten Semester habe ich mich bei so vielen Stellen beworben. But I didn't get. Aber ich habe nichts bekommen. Then at the end I got an interview from T-Mobile. Und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei T-Mobile. So went for the interview, everything was good, they were so happy, they offered the job. Und dann hatte ich dieses Vorstellungsgespräch und sie waren so glücklich mit mir und machten mir dieses Stellenangebot. So I was happy and I was about to start my job there. Und ich war auch glücklich und ich wollte dort anfangen zu arbeiten. Then they called and told. Aber dann riefen sie mich an und sagten, Johns, we are sorry. Oh, Johns, es tut uns leid. Because Deutsche Telekom has taken over T-Mobile. Weil die Deutsche Telekom hat T-Mobile übernommen. And the policy of Deutsche Telekom is don't give any part-time job for students. Und es gibt diese eine Bedingung, dass Telekom sagt, gibt keine Teilzeitberufe an Studenten. So they have taken me, but they said you cannot. Also sie hatten mich angenommen und jetzt mussten sie sagen, es geht nicht. So what did I do? Was soll ich machen? No, I tried to take little more courses in the university. Also ich habe ein paar mehr Kurse in der Universität. Of the third semester. Which semester? A third semester. When in the second semester I tried to take some courses more of the third semester. Also ich habe dann im zweiten Semester schon versucht, ein paar Kurse im dritten Semester zu belegen. Anyway, because 20 hours I was planning to work, but I have time. So that time also I let me take some more. Also ich hatte ja gedacht, ich würde 20 Stunden arbeiten und das fiel das weg, also habe ich dann das mit Kursen belegt. So what happened? Und was at geschah? The end of the second semester, am Ende des zweiten Semesters, most of the students complained to the university that the workload is too high. Haben viele von den Studenten sich beschwert und gesagt, dass die Anforderungen zu hoch seien. So the university felt that it's true, so what did they do? They increased the credits of all the courses. Und die Universitätsleitung hat gesagt, ja, das stimmt. Und was haben sie gemacht? Sie haben... Increase the credits. Sie haben den Kredit... Grades. Oh, grade means... Because in order to complete the master course, we need to have 120 credits. Some courses may be 6 credits, 9 credits. Each course has a credit. Means... For example, in the first semester we have to finish 32 credits. Also normalerweise so im ersten Semester müssen wir 32 credits. Points. Credits means points. Okay, maybe. 32 Punkte haben. Okay. So each course, based on the workload, the points will be more or less. Und jeder Kurs hängt davon ab, ob man mehr oder weniger Punkte hat. So ECTS, no? ECTS in European. Ist das gleiche? Okay. Anyway, so what happened? They increased the credits. Also sie haben eben diese Punkte angehoben. So what happened? Was geschah? The subjects which were having 6 points, they increased to 9. Also die Fächer, die 6 Punkte hatten, haben sie auf 9 Punkte angehoben. And which was having 4, they increased to 6. Und die 4 hatten, haben sie auf 6 angehoben. So what happened? Was geschah? At the end of the second semester. Am Ende des zweiten Semesters. No, God was providing everything so beautifully. Also Gott hat alles wieder so wunderbar. Even if I thought of why the Lord is doing like that. Obwohl ich gedacht habe, warum macht der Herr das? I'm not getting job. The job I got, they said, now you cannot come. Also weil diesen Beruf, den ich kriegen sollte, habe ich nicht bekommen. The Lord says. Und der Herr sagte. Your ways are not my ways.
Deine Wege sind nicht meine Wege. Your thoughts are not my thoughts, John's. John's, deine Gedanken sind nicht meine Gedanken. So at the end of the second semester, it happened that since they increased the credit, it happened that I have no more credits to take in the third semester. Und weil sie diese Punkte angehoben haben, war es so, am Ende des zweiten Semesters hatte ich keine Punkte mehr für das dritte Semester. Ach so, ich habe die Punkte vom dritten Semester schon. So, on the last day of the second semester. Also am letzten Tag des zweiten Semesters. One professor from Fraunhofer came to our university. Also kam ein Professor von der Universität Fraunhofer zu unserer Universität. Have you heard about Fraunhofer? Habt ihr Fraunhofer schon mal gehört? It's a research institute, maybe one of the best research institutes in Germany. Also es ist eins der besten Schulen in Deutschland. Yes or no? Stimmt. Yes. So this professor came and told that anybody would like to do a thesis, they can do there. In their research center. Also dann hat der Professor von Fraunhofer gefragt, wenn jemand nach Fraunhofen kommen könnte, sollte sich melden. Okay, so I felt, okay, I have to do the thesis. Und ich dachte, ja, das kann so, ich tun. So I asked my professor. Ich fragte meinen Professor. And he gave the contact, I contacted this professor from Fraunhofer. Er gab mir die Kontakte und ich mit diesem Professor in Kontakt getreten. And he called for the interview. Und er lag mich ein zum Gespräch. So when I went for the interview, I told the Lord. Und bevor ich zu diesem Interview ging, habe ich zum Herrn gesagt. Lord, all this time I didn't get any. Herr, die ganze Zeit habe ich nichts bekommen. So at least if I get 400 Euro, I will go for this job. Also wenn ich auch nur 400 Euro verdiene, werde ich diesen Job nehmen. No, minimum 20 hours only working part-time job as a student. Also 20 Stunden Teilzeitjob für einen Studenten. So if I said, if I get 400 Euro, I'll say yes. Also wenn Sie mir 400 Euro geben, dann nehme ich das an. I went for the interview in the Fraunhofer. Also ich war in Fraunhofer zu diesem Gespräch. And he was asking me, what did I do? I did my engineering, then 3 years I was working, 2 years in India, 1 year in China. And they were so happy with that. Und dann haben sie mich gefragt, und was ich gemacht habe. Ja, ich habe 3 Jahre Then he asked me, how many credits you have to take in the university? Und wie viele Punkte musst du in der Universität erreichen, haben sie mich gefragt. I said, I finished the credits. Und dann habe ich gesagt, ich habe alles erreicht. I have only thesis, one lab and seminar. Only something related to the thesis. Okay, ich habe nur noch irgendwas mit dem... Then he said, okay, you can do the thesis here. Und dann haben sie mir gesagt, das kannst du hier bei uns machen. Then instead of part-time job, you can do full-time job. Dann sagten sie mir, anstatt dass wir dir einen Teilzeitjob geben, können wir dir einen Vollzeitjob geben. Then I said, it's not possible. Und ich sagte, nein, das ist gar nicht möglich. Because I'm a student in the university. Weil ich bin doch Student. Students are not allowed to do thesis outside. Und das ist für Studenten nicht gestattet. You are not allowed to do thesis outside because they have to do the thesis under the professor in the university. Also ich muss diese Punkte bekommen unter diesem Professor in dieser Universität, wo ich angemeldet bin. Then the professor asked me, this professor, who is the professor who guides the thesis? Und dann hat mich gefragt, wer ist denn der Professor, der dich begleitet? I said, Professor Peter Martini. Und ich sagte, das ist Professor Peter Martini. Then he said, oh, then it is very simple. Und er sagte, ja, dann ist das ist ganz einfach. I didn't understand. Ich konnte es nicht verstehen. Then he said, now he is appointed as the head director of this research institute. Weil dieser Professor Martini ist jetzt als Oberhaupt unserer... He is the boss of the professor. ...unserer Universität. And he is my boss in the university. Und der mein Boss in der Universität war jetzt das Boss. So my boss, who is guiding my thesis, has become the boss, the director of the complete research institute. Also der Professor, der mich begleitet hat, ist jetzt Chef geworden in diesem Institut. He said he will ask the professor whether he can do here. Then he asked the professor, said, no problem. Und dann wurde der Professor gefragt und sagte, nein, das ist doch gar kein Problem. Then he said. Und sagte weiter. Since And he said, we have to do a project. Und sagte, wir müssen ein Projekt machen. It's a research. It's a research for the German military. Also das ist eine Forschung für deutsches Militär. Yeah. So it's a project for the German military. Research. Also, yeah. Es ist eine Forschung für das deutsche Militär. Yeah. So
Then he said, since you are doing that, we will also pay you something. Und solange du das tust, werden wir dir auch was dafür bezahlen. How much did I ask the Lord? Um wie viel Geld hatte ich den Herrn gebeten? 400 Euro, no? 400 Euro hatte ich mit dem Herrn vereinbart. He said, okay, Jones, we will start with 2000 Euro. Und dann sagten sie, wir fangen mal mit 2000 Euro an. I'm a student. Ich als Student. What I am doing there is my work, which I supposed to do in the university without money. Also ich wollte meine Arbeit da tun, die ich in der Universität mache, ohne Geld. See, suppose the Lord has given me a part-time job. Also stellt euch vor, der Herr hat mir einen Teilzeitjob gegeben. Suppose I got that job in T-Mobile. Also wenn ich tatsächlich diesen Job bei T-Mobile okay, hätte, 20 hours I will work. Dann hätte ich 20 Stunden gearbeitet. They will give some money. Die hätten mir ein bisschen Geld gegeben. But it's waste of time. Aber es ist irgendwie Zeitverschwendung. I have to find another time to do my work, my thesis. Und dann hätte ich noch Zeit finden müssen, meine Arbeit für die Universität zu machen. Yes or no? Stimmt das? And what I'm doing here? Und was tue ich jetzt? I'm doing my thesis. Ich tue das, was meine Aufgabe, mein Studium ist. And every month they are putting me. Und dafür geben sie mir dann jeden Tag noch Geld in die Tasche. One day one of my German friends said, und eines Tages sagte dann einer meiner deutschen Freunde, Jones, how blessed are you? Er sagte, Jones, was bist du gesegnet? I am a German student. Ich bin deutscher Student. But I am working, but it's waste. Ich arbeite und das ist wie Verschwendung. After that I have to come and study and do my work. Danach, wenn ich gearbeitet habe, dann muss ich hierher kommen und erstmal anfangen zu studieren. But what you are doing is your thesis. Aber das, was du arbeitest, ist gleichzeitig dein Studium. But they are paying you 2000. Und die bezahlen dir da auch noch 2000 Euro für. Then they increase, after some time they increase 2500. Then they offered permanent job, higher salary. Also dann haben sie es auf 2500 erhöht und dann haben sie mir einen uneingeschränkten Beruf gegeben und wieder erhöht. That's why he told. Das ist es, warum der Herr gesagt hat, Jones, your ways are not my ways. Herr, Jones, deine Wege sind nicht meine Wege. Your ways are human ways. Deine Wege sind menschliche Wege. In your way you think that if you get 400 you are happy. In deinem Denken denkst du, wenn du 400 Euro bekommst, yeah, wirst du glücklich sein. You are happy with that. Du wirst damit glücklich sein. But I am not happy with that. Aber ich bin damit nicht glücklich. I will do in divine way, in Lord's way. Also ich zeige die Wege des Herrn, die göttlichen Wege. That's the Lord. So ist unser Herr. So even if things are against our hopes. Also manchmal selbst wenn die Dinge gegen unsere Hoffnung stehen. When we trust in the Lord. Wenn wir wirklich dem Herrn vertrauen. He works. Er wirkt. In his ways. Auf seine Art und Weise. Marvelous. Wunderbar. Wonderful. Wunderbar. Yeah? Jones never dreamt that like this happened. Jones hat niemals davon geträumt. Never my friends. Nicht mal meine Freunde konnten sich das vorstellen. This is my life. Das ist wirklich mein Leben. See, that's why when we give our time, our yes to the Lord, we will not lose anything. Und deswegen sage ich euch, wenn wir unsere Zeit, unser Ja dem Herrn schenken, dann verlieren wir nichts. Because he is God. Weil er ist Gott. Why I am giving and whom I am trusting. Wem ich das gebe und wem ich wirklich vertraue. It is the Almighty God. Das ist doch der allmächtige Gott. Yeah? And what do Satan do? Don't trust in him. Put distrust. Aber Satan ist derjenige, der uns sagt, vertraut ihm nicht. Er sät dieses Misstrauen. Okay. So I will conclude not fast. The loan amount is given back. Bank loan is given back. Yeah. So what happened? No. Okay. Thank you. So what happened? So when I was working, I was able to repay the loan. Also ich war jetzt auch in der Lage, das ganze Darlehen zurückzuzahlen. And the bank manager asked my parents. Und der Bankangestellte fragte meine Eltern. He is still studying. Er studiert doch immer noch. But how he is able to? Wie kann er jetzt schon sein ganzes Darlehen zurück? Why? How? Because he did. Warum? Weil der Herr das gemacht hat. Yeah?
When the Lord does, he does in marvelous ways. Also wenn der Herr etwas tut, dann tut es auf wunderbare Weise. See? Did Lord hear my prayer? Also hat der Herr mein Gebet erhört? Yes. See, I'm so happy. Ja, seht ihr, ich bin so glücklich. Yeah. See, what a wonderful life God has given us with him. That with that friendship, with that trust also, with the Lord. Was